Willkommen zurück, Freunde, bei Gothic 1. Ja, wir sind wieder dabei. Ich weiß auch nicht, warum ich gerade so rede, aber ich habe gerade irgendwie, glaube ich, Lust darauf. Ja, ist eine schöne Dialekt, den ich eben gehört habe in YouTube. Nein. Wir müssen unsere Belohnung abholen, weil wir ja den guten Milton den Brief gegeben haben. Und der Torres wird uns da behilflich sein. Ne? Und zwar möchten wir gerne eine Belohnung wählen. Koristo schickt mich. Ich habe den Brief übergeben und soll meine Belohnung selber wählen. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen und sollst deine Belohnung erhalten. Wähle mit Bedacht. Nicht gut. Nicht gut. Jetzt müssen wir gucken. Die Stärke plus 5. Ach so, Stärkering. Aha, dreimal Spruchrollen hier. Einmal Feuerball, Blitz, Verwandlung in Scavenger oder die Essenz des Geistes. Wähle mit Bedacht, mein Freund. Wähle mit Bedacht. Ich weiß nicht, was wir nehmen sollen. Was ist die Essenz des Geistes? Maximales Mana plus 5. Was ist eine Essenz? Ist das für unendlich oder zum Anziehen? Ich nehme mal die Essenz, weil Stärkering brauchen wir nicht. Genauso wie Ring des Geschicks. Eigentlich könnten sie auch hinschreiben, Ring der Stärke. Ja, würde auf selbe hinauskommen. Ja, oder Geschicksring. Ja. Ich nehme mal die Essenz. Ich will den Trank. Deine Wahl war weise. Aber behalt's für dich. Du hast das kostbarste Geschenk von allen gewählt. Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Ja, das finde ich gut. Das finde ich gut. Gut, dann, stimmt das jetzt wirklich? Trinke den Trank und deine Macht wird wachsen. Wird wachsen in die Unendlichkeit. Ach so, Botenamulett. Ich wollte gerade sagen, was ist das denn? Hä, Wassermagier? Haben wir doch nicht. Trank. Ein Trank. Was haben wir denn hier Schönes? Die Essenz des Geistes und die Essenz der Stärke. Stärkebonus plus 3. Für immer. Das ist ja gut. Also erstmal trinken wir den Mana-Trank. Machen wir. Und wir trinken den Stärketrank. Warum? Weil wir es, glaube ich, können. Deswegen. Lebens. Ach so. Okay. Das Elixier ist das Höchste, ja. Gut. So. Damit haben wir immerhin schon mal mehr Mana. Und wir sind immer noch in der Burg. Darf ich da rein, Milton? Oder bist du am Heulen? Darf ich? Ja, darf ich. Cool. Hallo? Ich suche Kisten. So, mal gucken, warte mal. Oh, ich höre brutzelndes Feuer. Oder etwa. Was? Ach so, du machst da oben deine Voodoo-Zaubersprüche. Da muss ich ja keine Angst haben, wenn ich hier unten deine Kisten plündere. So, wollen wir mal gucken. Hör auf da oben, das macht mir Angst. Ich denke mal, du willst mich verbrennen hier. So, wir gehen da jetzt einfach mal ran. Auf geht's ja natürlich nicht. War ja klar. Ah, gibt's doch nicht. Links, links, rechts, rechts, rechts. Links. Rechts. Was ist das denn für eine Truhe? Rechts. Jawohl. So, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nice, 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 nice. Gib mal ran hier. Was haben wir denn hier? Geheimnisse der Zauberei und einmal die Gabe der Götter. Sehr schön. Nehme ich gerne an mich. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir gehen auf jeden Fall gleich wieder zurück zu den Kräuterleuten. Und, sag mal. Rechts, rechts, links, 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 rechts. Nee. Rechts, rechts, links, 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 rechts, rechts. Jawohl. Lol. Hammerhart. Und werden uns dann doch mal in aller Ruhe dann umgucken, was da ist hier mit dem Schläfer auf sich hat. Machtvolle Kunst? Was sind das für Bücher? Was bringen die uns? Außer dass wir sie lesen können. Naja, das weiß ich auch. So, hier war doch noch eine, ne? Genau, hier ist die. So, mal gucken. Ja, toll. Rechts, links. Nee, jetzt habe ich keine Dietriche mehr. Ich wollte gerade sagen. Verdammt nochmal. Nee, nicht das Bett, die Truhe. Also, rechts, links, links, rechts, links. Links war falsch. Super. Nein, nicht das Bett. Nimm die Truhe. Also,
rechts, links, links, rechts, links, rechts, rechts, links. Nein, verdammt nochmal. Oh, das kann nicht sein, ne? Konzentration. Ah, et voilà, da ist es auf. Ja, Freunde, gar nicht so einfach mit den Truhen. Da muss man schon ein bisschen mithören und nachdenken. Die wahre Macht. Gib her, das Buch. Aber bis dato läuft es ja eigentlich sehr gut. Wir kommen gut voran. Wir sind echt stark geworden. Wir haben den Zweihandkampf gemeistert. Ja. Hallo? Hallo? Verzieh dich raus hier! Ach so, ja, gerne. Mein Glück, aber ich hätte dir auch gerne die Fresse poliert. Ja, ist mir klar. Solange ich damit nichts. Ich dachte, wir dürfen da rein. Warte mal. So nicht, mein Freund. Warum meckert denn der Milton nicht? So, jetzt gehen wir natürlich hier auch noch rein. Hey, du! Hast du mich erschrocken? Da drin hast du nichts zu suchen, verstanden? Ich wollte mich doch nur mit euch unterhalten. Menge kluge Entscheidung. Ich kann euch auch alle mal umhauen. Glaube ich zwar nicht, aber wir könnten es ausprobieren, Freunde, ne? Nee, so, dann wollen wir mal gucken. Ich glaube, wir haben hier noch das ein oder andere, wo wir noch nicht drin gewesen sind. Zu den Erzbaronen dürfen wir ja nicht rein. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Was machst du denn da an der Wand? Ist das bequem? Das sieht bequem aus, Junge. Das ist... Oh, Wahnsinn. Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, ich weiß. Das Haus der Erzbarone ist tabu für Abschaum wie dich. Weg mit der Waffe! Weg damit! Dein Glück. Ihr habt ja gesagt, du sollst mich nicht so nennen. Aber nun gut, schauen wir uns weiter um. Hier unten waren wir, meine ich, noch nicht. Ein Erzbrocken. Warum sind denn hier Erzbrocken? Was ist denn hier los? Da unten ist eine Mine oder so. Gib mal her hier. Oh. Oder hier ist jemand abgehauen. Hä? Der Weg führt nach unten? Wenn das mal nicht eine Falle ist, ne? Da stinkt doch was. Lass mich mal hier... Obwohl, ne, komm. Wir können hier einfach runterspringen. Ich meine, Fallen gibt's ja hier nicht, ne? Oder? Ich meine, wir haben noch keine gesehen. Los, geh mal rein da. Na toll, wir brauchen einen Schlüssel dafür. Ah, das hat sich ja mal richtig gelohnt. Wir können da oben hoch. Geh mal da oben hoch. Geh mal da oben hoch. Und natürlich, bevor wir zu unserem Krautverein gehen, werden wir hier doch uns erstmal in aller Ruhe umschauen, Freunde. Das ist ja Logo, ist das. Kann man da hinten aufs Dach? Ich weiß ja nicht. Nee, komm, geh wieder runter. Schön, kein Schaden erlitten. So, was haben wir hier? Mach mal auf hier, das Ding. Nanu, wo sind wir denn hier? Oh, ist hier die Küche oder wie? Das sieht gut aus. Fehlt ein bisschen Feuer, aber nett, die Küche. Da liegt einfach so ein gebratener Scavenger rum, ne? So auf dem Tisch. Das ist lecker. So, hier haben wir aber leider nichts. Komisch. Einfach nur eine Küche. Da oben können wir auch noch hin, ne? Okay, aber hier waren wir auch noch nicht drin. Jetzt müssen wir mal gucken. So, dürfen wir hier rein? Hallo? Achso, hier ist ja gar keiner, ne? Ja, dann ist doch kein Problem. Alles ein bisschen kaputt, ne? Liegt hier was rum? Noch ein bisschen Erz oder so? Sonst würde ich weitergehen wollen. Was ist denn da hinten? Ja. Okay. Irgendwie halt nichts, ne? Hier ist auch nichts, außer die schöne Aussicht, ja. Alles halt ein bisschen kaputt gegangen, ne? Im Laufe der Zeit. Ich meine, die haben halt schon ein paar Kriege hinter sich. Gut, wo wir das jetzt hier auch gehabt haben, wir könnten jetzt natürlich jetzt, da noch einmal rüber gucken gehen. Ich weiß aber nicht, ob das halt etwas wird wegen dem schönen Sound. Deswegen würde ich das theoretisch am liebsten einfach auslassen, wenn ihr wisst, was ich meine. Wir gehen aber dennoch mal eben kurz hier rein, um zu gucken, wo das denn nochmal war. Mach mal auf hier. Genau, da war nämlich die Tür und oben könnten wir nämlich, meine ich, auch noch rein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Mach mal auf hier. Jawohl, so. Und dann, meine ich, geht hier eine Treppe nach oben. Genau.
Ja, so ist das halt nun mal mit der Musik. Jetzt müssen wir mal gucken. Sind wir oben? Jawohl, sind wir sogar. Oh, da ist sogar eine Wache. Okay, dann gehe ich erstmal hier lang, ne? Bevor die Wache uns anmeckert oder so. Ja, wo kommen wir denn hier hin? Hallo? Hier ist keiner, ne? Waren wir hier schon mal? Ich weiß es ja nicht. Zeig mal her, ja. Ich weiß gar nicht, wie viele Dietriche wir noch haben, aber... Na toll. Na, und dass der Dietrich immer sofort abbricht, ne? Das ist, So, was haben wir hier Schönes? Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt gucken wir mal eben kurz, wie viele Dietriche wir eigentlich noch haben. Weil die müssten ja in der Anzahl eigentlich schon langsam, aber sicher mal ein bisschen geschrumpft sein. Wir haben noch 45, das reicht doch noch locker. Da kriegen wir doch jede Kiste hier auf, oder? Will ich doch meinen. Ja, komm, dann geh näher ran. Ja, oder auch nicht. Oh. Ja, war die richtige Entscheidung, die rechte Seite. Natürlich ist es einfacher, wenn man das halt auch vor sagt. Ne? Jetzt zum Beispiel, ja, zum Beispiel hier rechts, links, ne? Ja, dann geht das nicht rechts, links, links, rechts. Aber ich glaube, damit würde ich dann mit der Zeit euch nerven. Ja, deswegen versuche ich das zu vermeiden, aber das geht natürlich nicht immer, Freunde. Ja. Oh. So, dann einmal so rum. Sehr schön. Weil das Erz, was wir drinnen finden, das ist eigentlich immer so gut, dass wir uns neue Dietriche davon holen könnten. Ja, sehr schön. Ja, und ich glaube, wir werden mal ein paar Skillpunkte in Schlösserknacken reinsetzen, damit nicht so viele Dietriche uns verloren gehen. Aber da müssen wir halt mal gucken. Ah, Mist. Oh, das kann nicht sein. Rechts, 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 links. Nein. Rechts, 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 rechts. Hammerhart, ja. Einmal die komplette rechte Seite. Ja, Freunde, ich bin gespannt, wenn wir den Schläfer anrufen, vor allen Dingen, mit dem Handy, dann, was der uns dann da sagt, wenn er uns überhaupt irgendwas sagt. Jetzt geht es hier hinten noch weiter. Achso, jetzt sind wir hier oben. Und hier ist auch keiner, ne? Das ist, oh, immer, das ist ja Wahnsinn, ja. Ach, Mist. Ich halte mich da lieber raus. Na. So. Auf mit dir. Den ganzen Kram von den ganzen Gardisten hier einmal ausräumen. Und da hat auch keiner meckert. Das war das Schleichentalent. Hätten wir uns echt sparen können. Das ist, okay, rechts, rechts. Oh mein Gott. Rechts, 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 rechts. Nee, natürlich nicht, ne? Gut, dann einmal so rum. Ja, ich weiß nicht, wofür wir das Schleichen brauchen. Eigentlich habe ich damit gedacht, dass wir halt so in die Häuser rein können. Aber dem ist anscheinend nicht so. Oh, das kann nicht sein, ne? Immer diese Glückssache mit den Schlössern. Natürlich gibt es einen Trick, ne? Man speichert vor einer Truhe ab. Dann sucht man den Code raus und dann macht man das, ne? Ihr wisst ja schon wie. Oh, mein Gott. Links, rechts, rechts, rechts. Ja, dankeschön. Und man lädt dann das Spiel neu, um dann die Truhe ohne Verluste zu knacken. Das kann man machen, aber ich finde, das ist ein bisschen Betrügerei. Es sei denn, man hat nur einen Dietrich dabei. Ja, und, dann akzeptiere ich so etwas. Ja? Wenn man nur einen Dietrich dabei hat und danach kann man nichts mehr machen, dann okay. Ja, aber sonst so wie bei uns jetzt, wo wir gar keine Probleme haben mit dem Geld oder mit den Dietrichen. Ja. So. Und damit haben wir die dann hier auch schon geplündert. Und jetzt müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Wo geht's denn weiter? Jetzt sind wir hier fertig, ne? Jo, da unten müssen wir eh nicht hin. Da unten ist nur der Dussel, der sich mit uns anlegen will. Die Dinger haben wir jetzt auch geknackt. Wo geht's denn hier lang, sag mal? Ah, jawohl, die Tür geht sogar auf. So, was haben wir hier? Was ist das denn hier? Ist das hier eine Treppe? Nee, hier ist eine Treppe. Und da unten geht's auch weiter runter. Oha, das muss ich mir merken. Okay, habe ich gar nicht drauf geachtet, dass es da eine Treppe gibt. Oder ist das doppelt? Ist da doppelt verschlossen? Nee, ne? Irre ich mich gerade hier total? Oder wo sind wir hier gelandet? Warte mal. Ist das hier wirklich eine Treppe? Ja, Tatsache. Bäh, was war das denn? Nee, Tatsache. Und hier geht's dann weiter runter, oder wie?
Oh, das ist ja cool. Okay, dann gucken wir uns erstmal oben ein bisschen um. Und dann werden wir dann auf jeden Fall nochmal zurückgehen und dann dort gucken, wo es da weiter lang geht. Wir können hier... Nee, ich dachte, wir könnten weiter nach oben. Ach, hier können wir weiter oben. So, wer ist denn hier? Hallo, Gardist. Du hast auf jeden Fall eine schöne Zugbrücke, sehe ich hier. Warte mal, ich gehe mal direkt nach oben. Vielleicht gibt es ja oben irgendwas Schönes, Freunde. Da muss man natürlich auch immer mal nachgucken, ne? Einmal mal hoch und nachgucken. Wer weiß, vielleicht gibt es ja was. So. Jo, eine schöne Aussicht haben wir hier, ne? Guck mal, ich kann zaubern. Der Charakter ist weg. Nice, oder? Da ist er wieder. Und jetzt ist er wieder weg. Okay, es wird langsam dunkel, aber so kann man mal sehen, wie schön das eigentlich hier auch gemacht ist, ne? Diese schöne, schöne Burg hier. Kommt man in den Turm rein? Bestimmt, irgendwie. Die Frage ist halt wie. Okay, aber sonst gibt es hier oben nichts über die Dächer, wie à la Risen 2 und, nee, obwohl Risen 1, 2, 3 könnte man sagen, müssen wir nicht draufklettern. Das gibt es, meine ich, erst ab Gothic 2, ja, dass man hier auf Dächern was findet. Hier, glaube ich, ist das nicht der Fall. So, wenn ich jetzt hier runtergehe, wo kommt man da hin? Ich hoffe, das ist jetzt, müssen wir mal gucken. Waren wir hier nicht schon? Okay. Wem gehört die Tür hier? Es geht nach draußen. Ah, okay. Mach mal auf. Jetzt kommen wir nämlich hier raus, ne? Alles klar, aber hier war nichts, ne? Nee, schade. Alles klar. Gut, dann können wir wieder... Ja, können wir wieder reingehen? Wollte ich gerade sagen. Und dann hat sich dieser Weg auch schon wiederum gelohnt. Ja, wir gucken natürlich jetzt nach der einen oder anderen Kiste, gehen dann noch runter in die Katakomben. Und dann können wir ja mal gucken, was dann da so Sache ist. Aber erstmal gehen wir hier rüber. So, was haben wir hier Schönes? Oho, hallo? Nanu, wer wohnt denn hier? So. Na, war ja klar. Komm, rechts, links, links. Na, rechts, links, links, rechts. Ja, sehr schön. So. Oh, die hat sich aber auch richtig gelohnt hier. Vorratskammer, ne? Die mag ich am liebsten, die Truhen. So, hier einmal mit links, rechts, links. Nein, rechts, links, ja, links, rechts, rechts, links. Ja. Sehr schön. Und hier auch mal wieder eine Menge drin. Ja. Ja, wir haben eigentlich wirklich eine Menge, Menge Kram dabei, ne? Das kann man auf jeden Fall sagen. Die kann man alles ohne Probleme verkaufen. Ich glaube, es ist nicht so schlau, wenn wir uns hier, wo Betten liegen, dann hinlegen, mitten am anderen Ende, wenn die dann sagen, was machst du hier raus hier? Deswegen gehen wir direkt mal weiter. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie kommen wir denn hier nochmal an die Stelle? Ich glaube, wenn wir hier weiterlaufen... Nee, wie war das denn nochmal? Wie kommen wir denn da unten jetzt nochmal hin, wo ich jetzt eigentlich hin wollte? Ja, von hier eigentlich. Jo, springen wir einfach mal runter, kein Schaden erlitten, solange der Typ uns da nicht sieht, kann er uns auch nichts. So, hier sind wir eigentlich noch safe, hier könnten wir einmal speichern. Und dann bin ich mal gespannt, was uns unten erwartet. Jetzt sag mir nicht irgendwie einen Haufen Skelette oder so. Oh, das ist nicht gut. Hier ist ein Gitter. Gitter finde ich uncool. Wer ist das denn? Hallo? Ein Gottist. Ja, super. Und Truhen. Ja. War nicht besonders schlau. Das ist schlecht. Die sind abgeschlossen, sind die. Ich glaube, das wird ihm nicht gefallen, wenn wir, ihr wisst schon, ne? Hier ein bisschen rumwühlen. Oh, das sieht aber cool hier aus. Sieht ja richtig nett hier aus. Ob man da hinten was machen kann? Ja, nice. Hier wurden damals die Gefangenen aufbewahrt, möchte man meinen. Gefoltert, geknechtet, wie auch immer. Ob hier was hinter den Türen drin ist? Ich bezweifle es. Aber lassen wir uns überraschen. So, was haben wir hier Schönes? Gar nichts. Was ist das denn hier? Ein Ofen oder was? Wofür ist das denn hier, wenn hier nichts ist? Dafür gibt es nur eine Erklärung. Da ist etwas hinter den Türen, würde ich sagen. Warte mal. Ein Schalter. Du mich auch, Schalter. Speichern. Wofür ist denn der Schalter? Ja.
Nein, das Gitter geht zu. Ja, wenn das Gitter zugeht, was ist denn dann aufgegangen? Ein Gitter geht zu. Da muss ja ein anderes aufgehen, oder? Du sag mal, ich habe da gerade einen Hebel betätigt. Wo finde ich? Brauche ich gar nicht. Naja gut, also es kann schon sein. Ja, das ist, haben wir auch hier auch Hebel oder sowas? Nee, ne? Haben wir uns jetzt hier echt eingeschlossen oder was ist hier los? Wofür ist denn der Hebel da? Aber behalt's für dich, man muss ja nicht gleich. Ja, Tür. Braucht die Tür nicht. Der bringt ja mal gar nichts. Hebel. Nee, warte mal. Hebel. Mal wieder nach oben. Geh auf. Jawohl. Tja, Freunde, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wofür der Hebel ist. Spielt doch keine große Rolle. Werden wir bestimmt auch noch herausfinden. Vielleicht nicht in diesem Spiel, aber vielleicht dann im nächsten. Nee, Quatsch. Keine Ahnung. Müssen wir halt mal nachkontrollieren, ne? Oder ich schreib's mir unten mal in die Kommentare. Wenn wir dann nochmal hier sind, dann können wir das nämlich ohne Probleme machen. Und das müsste es jetzt an für sich erstmal gewesen sein, ne? Jetzt waren wir schon so ziemlich überall, außer hier bei den... Ist da eine Tür? Kann man da rein? Nee, ne? Schade. Okay. Lecker. Ich würde sagen, wir machen hier mal wieder einen Cut, Freunde. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.